Herr Präsident, meine Damen und Herren, das englische Wort Gender hat sich als Fachbegriff für das soziale Geschlecht etabliert. Worüber wir heute debattieren, ist aber keine Sternchen- oder Schluckauf-Problematik. Es handelt sich um ein handfestes politisches Problem. Wer vom Gendern spricht, meint damit die chaotische Veränderung der deutschen Orthographie mit dem Binnen-I oder Sternchen. Dabei verfügt die deutsche Sprache seit Jahrhunderten mit dem generischen Maskulin über die Fähigkeit, Personenbezeichnungen geschlechtsneutral zu verwenden. Jeder von Ihnen kennt sicherlich Beethovens Schlusschor der 9. Sinfonie. Einer der berühmtesten Söhne unseres Landes, Friedrich Schiller, hat den Text dazu, Ode an die Freude, verfasst. Wer von Ihnen hat bei der Zeile »Alle Menschen werden Brüder« befürchtet, dass Frauen von dieser lyrischen Verbrüderung ausgeschlossen wären? Die Vernünftigen unter Ihnen wird diese Frage absurd vorkommen, ich höre es ja, aber der lautstarken Minderheit der Gender-Anbeter ist es mit dem Eingriff in die Weltliteratur ernst. Märchen und Kinderbücher werden umgeschrieben. Auch vor der Heiligen Schrift machen sie keinen Halt. Die katholische Studentenjugend schreibt Gott zukünftig mit Sternchen. Man wolle sich für ein anderes Gottesbild stark machen. Weg von dem strafenden alten weißen Mann mit Bart hin zu einer Gottesvielfalt. Nun stellen wir als AfD-Fraktion die Frage, ist Gendern nur ein Luxusproblem eines übersättigten Teils der Bevölkerung oder dient Gender allein der Ablenkung? Die Bürger in Baden-Württemberg stehen vor existenziellen Problemen. Zu nennen sind industrieller Strukturwandel, erzwungene E-Mobilität, unsichere Energieversorgung, Bildungsqualität im Sinkflut, Migrationskonflikte in den Kommunen und weitere harte Herausforderungen. Wer angesichts dieser gewaltigen Probleme die Ressourcen Baden-Württembergs an gendergetriebene Pappkameraden verschwendet, schadet unserem Heimatland. Meine Damen und Herren, ich habe 16 Jahre in einem namhaften Automobilunternehmen gearbeitet, davon 6 Jahre im Bereich der Personalpolitik. Ich war mit dem Thema Chancengleichheit betraut. Sie können sich sicher sein, ich kenne die Probleme der Männer und Frauen in der Arbeitswelt. Ein bisher ungelöster Widerspruch ist die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher Qualifikation und Leistung. Keine Quote, kein Gender-Ens und kein Gender-Sternchen oder Gender-I werden etwas daran ändern. Ob alleinerziehende Frauen mit dem Wort Kolleginnen angesprochen werden, bringt ihnen keinen Cent mehr in ihren Geldbeutel. Halten wir also fest, der Genderzwang ist ein Projekt der Ablenkung von den wirklichen Problemen unseres Landes, oder? Aber worum geht es noch? Wer sich in der Öffentlichkeit nicht den ungeschriebenen Gesetzen der Gender-Terminologie unterwirft, wird schnell als Abweichler gestempelt. Noch schlimmer ist es, wenn sich diese Person in einem Abhängigkeitsverhältnis befindet, also Angestellter in einem genderkonformen Unternehmen ist oder Student an einer Uni mit Genderregime. Die Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg haben bereits im August des Jahres angekündigt, ich zitiere, an den Hochschulen im Südwesten hält die geschlechtssensible Sprache Einzug. Die Gleichstellungsbeauftragten für alle Universitäten, pädagogischen Hochschulen und Musikhochschulen wollen Empfehlungen formulieren, die im Herbst erscheinen werden. Meine Damen und Herren, falls es nicht schon Praxis ist, wird es dann in Baden-Württemberg so zugehen wie an der Universität in Kassel? Dort können Studenten sogar schlechtere Noten bekommen, wenn sie kein Gendersternchen und keine neue Form verwenden. Freiheit von Forschung und Lehre, das wird so zur puren Floskel, meine Damen und Herren. Besonders dann, wenn Studenten oder Lehrkräfte wegen inkonsequenten Genderns öffentlichkeitswirksam abgestraft werden.
Getreu der Maullosung, bestrafe einen, erziehe Tausende. Viele von Ihnen kennen sicherlich George Orwells düstere Vision 1984. Ich erinnere mich noch heute an den Begriff des Neusprech. Neusprech, das ist eine aus politischen Gründen künstlich modifizierte Sprache. Verstöße gegen Neusprech werden als Gedankenverbrechen öffentlich und hart bestraft. Ich habe George Orwells Dystopie bisher als bloße Fiktion gesehen. Was George Orwell in seinem Buch für 1984 prophezeit hat, droht heute düstere Realität zu werden. Dagegen müssen sich alle aufrechten Demokraten entschieden zur Wehr setzen. Was macht nun Genderismus zu einer politischen Gefahr? Jeder von uns weiß, Sprache ist weit mehr als Informationsaustausch. Worte sind Assoziationen und Gefühle, mit denen sie verknüpft sind. Das kann Sprache reich machen, aber gleichzeitig kann Sprache auch zum Mittel der Manipulation verwendet werden. Wer achtsam mit Worten umgeht, also sie bewusst wahrnimmt und verwendet, gibt anderen weniger Macht über einen selbst und respektiert seine Mitmenschen. Gendersprech ist genau das Gegenteil davon. Von oben verordnet soll die Sprache radikal verändert werden. Unter dem Vorwand der Geschlechtergerechtigkeit wird die deutsche Sprache deformiert. Verzerrte Rollenstereotype werden erfunden. Wer sich dem Druck der gendergerechten Sprache nicht beugt, ist offensichtlich ein alter weißer Mann. Ihm soll für seine reaktionäre Haltung keine Bühne mehr gegeben werden. Kurz gesagt, ob Mann oder Frau, wer gendert, gehört nicht mehr dazu. Wer nicht gendert. Gerade als Frau, lachen Sie doch so blöd, das hat überhaupt nichts an der Realität. Sie haben sich noch nie versprochen. Gerade als Frau löst dieser Radikalfeminismus in mir Ängste aus. Wenn diese alten weißen Männer, also alle, die die Gendersprache ablehnen, diskriminiert werden, so wie es von Ihnen gerade eben. Wo ist dann der Unterschied zum Rassismus, meine Damen und Herren? Um ein letztes Mal George Orwell zu zitieren: Wer die Gedanken kontrolliert, kontrolliert die Realität. Was mich optimistisch stimmt, ist die zunehmende Ablehnung von Binnen-I oder Gendersternchen. Nach einer INSO-Umfrage vom August 2021 lehnen 2/3 der Deutschen diese Gendersprache ab. Bleibt zu hoffen, dass diese klare Position seinen Niederschlag im Handeln dieser Landesregierung findet. Die AfD-Fraktion fordert die Landesregierung daher auf: Stellen Sie sich gegen die Verzerrung unserer deutschen Sprache, indem Sie hier in diesem Hohen Hause auch künftig ein vernünftiges Deutsch sprechen. Lassen Sie nicht zu, dass das Land von Hölderlin, Hegel, Schiller, Uhland, Mörike zum Ort des Sprachmissbrauchs werden. Stellen Sie sich gegen jede Form des Tugendterrors, die getarnt als emanzipatorische Sprache an den Grundfesten des demokratischen Konsenses rüttelt. Und lassen Sie nicht zu, dass die Bürger dieses Landes zu Untertanen einer künstlich erzeugten Gender-Kaka-Sprache werden. Dankeschön.